Ja, das sieht man wirklich nicht so oft. Promis, die brav in der Schlange stehen, um reinzukommen. Da posiert Verona Poth und da wartet schon Popstar Anastasia im Rückspiegel. Für die Fotografen Vollstress bei der Promi-Dichte. Für uns ideal, um die Outfits der Damen zu analysieren. Über Veronas Federkreation müssen wir reden. Wie viele Wüstenvögel mussten sterben? Also, ich habe auch eben gedacht, sehr ehrlich aus wie ein kleiner Vogel ist es, aber... eigentlich ein schönes Ballkleid, deswegen habe ich gedacht, das muss heute Abend für den Rosenball her, weil das sind auch die Farben meiner schönen Rose. Absolut passend. Beim Rosenball darf es gern glamourös sein. Nena kommt zwar schlicht in schwarz, dafür aber mit neuer Frisur. Sylvie Mais wählt weiß-rosa für den Teppich und sorgt mit dem Outfit für fast schon hysterisches Gekreische bei den Fotografen, als ob wir bei einem Justin Bieber-Konzert wären. Ordentlich Ohrenstöpsel bei sowas? Die sind schon laut, oder? Ja. Ich weiß nicht, ob das ein Kompliment ist. Bei Ihnen sind Sie gerade am lautesten. Oh, das ist ja ein Kompliment, glaube ich, ja. Bertelsmann First Lady Liz Mohn hat zum inzwischen 11. Rosenball geladen. Moderiert von Frauke Ludowig und Jochen Schropp kommen an diesem Abend auch Gäste, die man eher selten auf dem roten Teppich sieht. RTL-Chefredakteur Peter Klöppel mit seiner Gattin Carol zum Beispiel lässt sich das Event nicht entgehen. Also ich bin nicht wie Louis van Gaal, der da sagt, ich bin ein, wie sagt der, Feiertier. Ich bin gerne bei so einem Event. Ich freue mich auf die Musik, ich freue mich auf Gespräche, ich freue mich auf Menschen, die ich lange nicht gesehen habe. Also es wird einfach ein schöner Abend, bin ich sicher. Er wäre uns beinahe durchgegangen. Günther Jauch kommt wirklich auf den allerletzten Drücker. Keine Zeit mehr für Interviews, schnell rein. Im Ballsaal trifft er dann auf seinen Buddy Thomas Gottschalk. Und dort entsteht auch dieses Bild. Die beiden Showgrößen posieren mit Carlotta und Jule. Beide Mädchen haben einen Schlaganfall erlitten. Darum geht es beim Rosenball. Aufmerksamkeit. Ein Schlaganfall kann jeden treffen, sogar diese jungen Mädchen. Ich habe auch gerade die beiden Mädchen getroffen. Das ist schon auch für uns alle immer ein Weckruf, dass wir alle, meine Kinder, eure Kinder und wir selber ja nie sicher sind vor dem Schicksal. Es kann uns morgen so auf die Mütze hauen, und dann nützt uns unsere Karriere und unsere schönen Schuhe gar nichts. Mit einer solch positiven Veranstaltung, wie das hier der Rosenball ist, darauf aufmerksam zu machen, ja Leute, es gibt Schlaganfall und denkt nicht, dass es euch nicht trifft, denn 270.000 Mal in Deutschland trifft es jemanden, aber ihr seid dem nicht völlig hilflos und schutzlos ausgeliefert. Das ist eine ganz wunderbare Kombination. Auch für Sylvie Mais ist der Rosenball eine Herzensangelegenheit. Aus einem bzw. zwei bestimmten Gründen. Ich habe natürlich selber die Erfahrung, Gesundheit ist am allerwichtigsten. Außer die Gesundheit, was zählt da? Ne? Man kann Luxus haben, Geld haben, schöne Sachen machen, aber Gesundheit, damit fängt alles an. Und gerade bei den Kindern, ich als Mutter, ich gucke meinen Sohn an und ich danke Gott, dass er gesund ist. Eine nachdenkliche und ernste Sylvie, denn der Abend erinnert sie auch an ihre Krebserkrankung vor einigen Jahren. Für die 14-jährige Jule wird unterdessen ein Traum wahr. Popstar Anastasia holt sie mal eben bei ihrem Auftritt mit auf die Bühne, während die Ballgäste abrocken. Und bei dem Thema, also Tanzen, müssen wir unbedingt noch auf Designer und Heidi Klum-Freund Thomas Rath hinweisen. Warum? Weil der eine echte Tanzmaus ist, Let's Dance liebt und einen großen Wunsch hat. Sprechen Sie bitte Ihre Bewerbung in die Kamera. Ich würde so gern bei Let's Dance mal mittanzen. So gerne. Lateinamerikanischen Turniertanz. I love it. Bewerbung angekommen. Beim diesjährigen Rosenball hatte er noch bis früh am Morgen Zeit zu üben. Es wurde viel Geld gesammelt und viel gefeiert. Gutes tun und dabei Spaß haben, muss sich eben nicht...